That's the Manager-Modus, and I know it. Hallo, ihr lieben Leute da draußen, die sich interessieren für diesen Manager-Modus. Das ist jetzt nicht direkt die erste Folge, aber mehr oder weniger kann man das dann doch so nennen. Wir haben ja diese kleine Abstimmung gemacht, welches Team ich denn nehmen soll. Letzter dabei ist geworden einfach Braunschweig und Pescara mit 0 Daumen, 4. Brentford mit 3 Daumen, AS Monaco 3. mit 6, Barca B, also die zweite von FC Barcelona aus der Liga Adelante mit 8 Daumen 2. und der unglaubliche Erstplatzierte, den ich in diesen Manager-Modus nehmen würde, nehmen werde, wie man hier sieht, ist der Crystal Palace Verein, was weiß ich, FC Crystal Palace, keine Ahnung, den werde ich auf jeden Fall nehmen. Wie man hier sieht, mein Pro ist schon eingestellt bei diesem Team, der wird dabei mitmachen bei der ganzen Geschichte und dann mal so richtig zeigen, was er drauf hat. Hat 5 Sterne, wie man sieht, kann ein bisschen was, kann ein bisschen tricksen. Ja, dann haben wir 2 5-Sterne-Spieler im Team mit Zaha und meinem Pro, der noch nicht so gut ist und der kann man auch definitiv noch einiges verbessern. Der kann auch zum Beispiel noch kein Fancy Passing oder kein Rabona. Und ich habe mir gedacht, für dieses erste Video, das soll jetzt vor allem dafür sein, dass ihr mir unten in die Kommentare so ein bisschen reinschreibt, wen ihr denn so sehen wollt, für Spieler, wen wir denn verpflichten sollen. Also ganz wichtig bei diesem Video, schreibt mir die Spieler rein, die ich verpflichten soll. Und ich werde jetzt ein Freundschaftsspiel machen und zwar werden wir mal das erste Mal unser Team sehen, nämlich Crystal Palace, die meiner Meinung nach auch richtig schöne Trikots haben gegen ihren Rivalen aus derselben Liga, gegen die werden wir also auch antreten. Brighton and Hove Albion heißt der Verein. Haben gute Werte eigentlich, ziemlich ausgeglichen, genauso wie wir, ein bisschen besser sind wir. Und gegen die werden wir jetzt mal antreten, ich finde die Trikots echt richtig schön. Und die anderen haben auch keine hässlichen, wunderbar. Die Spielerstellungen sollten schon richtig eingestellt sein, auf Weltklasse jetzt erstmal. Ich werde dann auf Weltklasse anfangen im Manager-Modus, weil ich dieses langsame Spiel nicht gewöhnt bin. Und dann bald umsteigen auf Weltklasse. Schmarrn, ich werde auf Weltklasse anfangen und dann auf Weltklasse umsteigen, ja, das machen alle so. Nee, auf Legende umsteigen. Ich lasse die Aufstellung jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob das mit Burnley hier im zentralen Mittelfeld so richtig ist. Murray zum Beispiel ist kein so guter Spieler, meiner Meinung nach, mit 2 Sternen. Der ist richtig stark. Scannel, Zaha und mein Pro, das sind so die Lieblingsspieler in dem Team, meiner Meinung nach. Der hat auch immerhin 81, mein Pro, richtig gut. Aber er ist eigentlich kein Spieler für diese Position. Ich werde jetzt mal ein bisschen umstellen, dann doch, weil ich gerne einen schnellen Stürmer vorne drin habe. Dann hier im Burnley rein, ins Zentrale, nicht den Williams raus, den Murray da raus und Burnley ins Zentrale und dann noch ins linke defensive Mittelfeld. Dika Koko oder wie auch immer. Dika Zoi. Ein Ratafas Blackman aus Südafrika mit 2 Sternen, aber das werden wir noch alles überprüfen dann genauer, wenn es losgeht. Und dann gehen wir mal auf Spielen. Der ganze Manager-Modus wird ja folgendermaßen ablaufen. Ich werde Spiele spielen ohne euch, das Ganze aufnehmen. Und dann eben in einer, dann eben zusammenfassend alles darstellen. Für den Anfang 2 Spiele, wenn auch Transferzeit ist. Später werden es dann wahrscheinlich 3 werden. Ich hoffe, wir kommen dann auf jeden Fall in FIFA 12 noch mindestens zur zweiten Saison. Werden wir ja dann sehen. Und des Weiteren würde ich mal sagen, das wird ein Tor. Das würde ich jetzt mal sagen. Und dann beginnen wir mal die Partie. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich drücke dir mal kurz auf Aufnahme beenden und fange wieder neu an. Boah, da ist der Körperkampf. Chendiak, unser Spieler. Ja, und es geht ja, wie schon bereits gesagt, nicht vergessen, bitte Spieler unten reinschreiben, die ihr sehen wollt. Ivy Lane ist das Standardstadion von Crystal Palace. Aber ich glaube, das kann man ja dann umstellen. Aber das sieht schon recht nice aus hier in diesem Spielertunnel. Beim Manager-Modus gibt es dann auch ein paar andere Einlaufsequenzen, wie das hier aussieht. Das ist ja die Premier League dann. Also nicht die Premier League, das ist die zweite Premier League, die Championship, ein Power Championship. Das ist ja alles verkauft an irgendwelche Werbeagenturen in England. Nein, nicht Werbeagenturen, was labe ich denn? An irgendwelche Firmen eben. Und in Deutschland ist das verboten, soweit ich weiß. Das heißt verboten, da ist halt Recht drauf, dass man das nicht ändern darf. Die heißen erste, zweite und dritte Liga. Und da kann keiner was ändern. Da kann jetzt nicht irgendwie der Pepperoni-Laden vom Hugo kommen und die Liga in Hugo Pepperoni erste Liga umbenennen. No One spielt bei denen. Die Nummer 11, No One. Und jetzt beginnen wir gleich mal mit dieser Partie, gleich mal mit meinem Pro. Und schauen wir mal, was wir hier rausbringen auf Weltklasse, wie gesagt. Ich muss ja unter dem Tisch mit dem Controller spielen, weil das Mikrofon, weil ich sonst so weit vom Mikrofon wegsitzen müsste.
schauen, was ich hier jetzt auf den Platz bringen kann. Ich hoffe mal einiges. Vor allem mit meinem Pro und Zaha, das werden so die richtigen Lieblingsspieler werden, die hier schon spielen, aber wir können ja noch so richtig verpflichten. Es geht schon mal gut los. Mit dem. Oh, das war doch ein Foul! Herr Schiedsrichter, das war doch ein Foul! Calderon! Die Nummer 14. Ja, da winkt er ab, aber das hat man ganz klar gesehen. Wenn jetzt hier schnell mal meinen Pro bestimmt, damit er gleich noch hier eine Verbesserung bekommt, wenn er denn trifft. Und den macht er ganz sicher, macht er den. Und er zeigt gleich mal das Herz an euch, weil ihr so toll seid. Und dann macht er hier mal so einen coolen Move. Hab einfach mal hier irgendwie rumgeklickt. Da bleibt der Keeper einfach mal stehen. Da bleibt er einfach stehen und Bernie netzt wunderbar ein. Rechts oben in den Winkel. Keine Chance für den Keeper. 5. Minute 1-0 auf Weltklasse. Ich weiß nicht, ob ich den Manager-Modus auf Weltklasse spielen möchte. Vielleicht dann doch legendär, weil sonst könnte das ein bisschen einseitig werden. Ja, so gut bin ich dann auch wieder nicht und wir werden dann vielleicht auch irgendwann aufsteigen. Er kommt schon zum richtig guten Gegner. Mal schauen, ob ich den defensiv auch standhalten kann. Oh, die spielen das natürlich schon klasse, muss man sagen. Jetzt kann er hier reinflanken. Traut sich aber nicht. Klasse verteidigt von Gardner, der so ein richtiges Viech ist. Williams, der hat glaube ich auch nur 2 Sterne, was mich ziemlich stört. Also ich will schon Spieler haben, die 3 Sterne haben, sonst ist das ein bisschen langweilig. Wenn man hier zum Beispiel so einen Pro hat, der mal 5 Sterne hat. Oh, was war denn das? Das war richtig schlecht gespielt. Jetzt läuft er da unten. Kann ich nicht anspielen. Nochmal Glück gehabt, dass ich den Ball noch hab. Und dann brauchen wir auch noch. Ich hätte am liebsten noch einen zentralen Mittelfeldspieler, der so richtig einen fetten Schuss hat. Aber wie gesagt, das müsst ihr bestimmen. Wen ich verpflichte, was spiele ich denn da zusammen? Mehr konzentrieren, weniger labern. No one. Der wirklich No one heißt. Ich meine, er heißt No one. Das steht hier so. Das war so, jetzt läuft er hier. Aber klasse verteidigt. Die Außenverteidiger sind beide relativ stark, so wie ich das gesehen habe. Die Innenverteidiger sind eher so eine Schwachstelle in dem Team. Soweit ich das gesehen habe. Oh, was macht der jetzt? Schön gespielt, schön herausgespielt. Die können natürlich schon auch was. Ecke. Ecke sind immer gefährlich. Die kann man ganz schlecht verteidigen. Habe ich schon öfter festgestellt. Und übrigens, ich darf auch Videos über 15 Minuten hochladen. Das heißt, das wird zeitlich überhaupt kein Problem. Und die Datenmenge wird natürlich dann immer größer. Und meine Hochladezeit wird dann wieder so richtig schön steigen. Guter Kopf voll. Ja, wollen wir nicht sehen. Wollen wir nicht sehen. Jetzt mach doch den Kuchen weg. Und den Ball nach draußen, da steht Wilfried Zaha, schöner Kopfball, also Kopfball kann der auch und jetzt hier schön rausgelegt auf Williams, der ist glaube ich nicht der allerlangsamste, der kann auch mal anziehen und kann auch mal abziehen und kann auch mal das Tor schießen, nein, Mensch Williams, den kann man schon mal machen, ja alle Wiederholungen müssen wir nicht sehen, Scanner hier, der Mann ist auch ein 4-Sterne-Typ, hat auch einigermaßen Geschwindigkeit, das ist so das, was ich in der Offensive am liebsten mag und vielleicht noch so einen Scharfschützen, der mal so richtig so einen loslassen kann. Ich weiß nicht genau, wen wir uns da so holen könnten. Aber wir müssen ja schon mal ein ordentliches Angriffsspiel aufziehen. Über Burnley und über Zaha, aber das war schlecht gemacht. Da habe ich einfach mal den Ball hergeschenkt. Und das ist, man muss sich hier echt konzentrieren. Ihr werdet das ja in Zukunft dann nicht mehr so mitkriegen, aber ihr werdet dann definitiv alle Highlights sehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt fragen soll in den Kommentaren. Schreibt mir erstmal lieber die Spiele rein. Aber wenn euch das dann im Video nicht so passt, wie ich die Highlights setze, dann müsst ihr das natürlich auch sagen. Ich werde versuchen, ein bisschen mehr ist nur die Tore reinzupacken, aber nicht so viel mehr, also nach Möglichkeit nur die Tore und ein paar Skills ab und zu rauszupacken, dass wir wirklich schöne Tore bekommen, das wäre natürlich das allerbeste, sowieso so ein paar Moves hier immer rein und dann mal schauen und dann mit Bernie einfach mal abziehen. Oh, schade, den kann man auch mal machen, Bernie, den kann man auch mal machen. Geh mal da weg, da die Nummer 77 hat er, die trägt er auf seinem Rücken stolz wie, ich weiß auch nicht, wie Michael Ballack in seiner momentanen Situation bei Bayer Leverkusen. Sehr glücklich ist er, der Ballack, sehr glücklich. Der freut sich gerade so einen Ast ab. Oh nein, Herr Schiedsrichter, schieben Sie gleich mal einen Spieler mit. Da hat der Skillmaster ist online, das ist sehr interessant, das ist ein sehr interessanter Typ. Ich hoffe, mit dem werde ich jetzt dann auch mal irgendwann ein Video zusammen machen, aber das werdet ihr dann sehen. Mal schauen. Und jetzt kommt Zaha, das ist jetzt dein Ding. Ah, oh, da kriegt er den Ball nicht. Meine Güte. Schlecht gemacht. Sparrow. Captain Sparrow. Captain Jack Sparrow. Schlecht. Heißt der wirklich Sparrow? Ich weiß es gar nicht. Sparrow hört sich an wie so ein Kaugummi. Gut gemacht. Hier auf Williams geflankt. Ich soll mich nicht selber loben. Nochmal Bernie. Gut gespielt. Ja, ich lob mich selbst. Ah, oh, Mistekuchen. Aber auch nicht gut. War gut verteidigt. Oh, der hat keine gute Ballkontrolle hier, der Dick Prall, dieser komische Spieler da.
Und dann, oh Mist, ich muss das mal... Da muss man sich eindeutig umgewöhnen. Ich habe schon lange nicht mehr offline gespielt. Und deshalb muss ich mich da ordentlich umgewöhnen. Aber dieser Williams, der kann schon auch mal was. Aber natürlich muss man mit dem Gas geben. Wie mit allen. Und Halbzeit! Wilfried Saar legt sich ja nochmal hin. Ja, war doch nicht so spannend geworden. Eine Chance haben wir noch gehabt durch Bernie, aber doch die 15 Minuten zu Elfmeter. War bisher das einzig richtig Gute hier, sieht man's. Boom, Chakalaka. Und ja, das wollen wir noch einmal sehen, sonst wird die Datenmenge auch echt zu groß, das Video zu lang und ihr werdet dann nicht mehr interessiert sein. Ich weiß nicht, vielleicht schauen wir uns nochmal ein paar andere Spieler an, die wir so auf der Auswechselbank haben. Ein Easter mit 3 Sternen, der auch Antritt 80 hat, Sprintgeschwindigkeit 78, der ist jetzt nicht so schlecht, den kann man mal reinpacken. Den werde ich mal reinnehmen für Williams und tu dann Zaha mal auf den rechten Flügel, nee, auf den linken, weil er ist, glaube ich, ein Rechtsfuß. Rechtsfuß, genau. Und ansonsten Ambrose, 3 Sterne, der ist auch nicht schlecht. Ich will jetzt hier nicht das ganze Team raus, nehmen wir mal so Scandal rein. Scandal will ich eigentlich auch schon dann drin haben im Manager-Modus, aber jetzt müssen wir erstmal schauen. Und vielleicht noch einen anderen Innenverteidiger, Tuncev. Ist ziemlich langsam, aber schauen wir, was die anderen so sind. Oh, der ist schneller. Also es geht natürlich nicht nur um Tempo, aber mir ist das irgendwo doch wichtig. Den nehmen wir mal rein für Gardner jetzt. Der hat immerhin 78 Tore. 1 Schüsse, 2. Mein Pro, der wurde sogar... Also wenn ihr wissen wollt, wie ich in Realität bin, also vom Aussehen her minimal, das Gesicht ist mit Gameface gemacht, aber es sieht mir jetzt nicht so dermaßen ähnlich. Natürlich hat es gewisse Ähnlichkeiten, aber... Naja, so hässlich bin ich dann auch wieder nicht. Also, auf jeden Fall, wenn ihr wissen wollt, wie ich aussehe und wie ich körperlich bin und wie ich auf dem Spielfeld spiele, naja, das stimmt jetzt auch wieder nicht, aber wie ich halt so von der Position her spiele, dann schaut einfach mein Pro an. Er ist linker Mittelfeldspieler, er ist relativ klein, 1,70, ist nicht der schwerste, ist schlank und hat dann doch 5 Sterne, was dann doch auch irgendwo zu mir passt. Die man sich natürlich erspielen kann, auch wenn man sie in Realität nicht hat. Oh nein, das wird gefährlich. Aber ich habe die definitiv in Realität auch. Ich will ja nicht angeben oder so, aber naja. Aber deswegen bin ich ja noch lange nicht der Beste, was ich definitiv nicht bin. So ein bisschen Tricks können, das bringt einem rein gar nichts. Das bringt wirklich überhaupt nichts. Hier sehen wir ihn gleich mal. Oh, Easter Egg. Easter Egg. Schön, auf Ambrose. 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 Ambrose immer noch am Ball. Spielen wir nochmal rüber auf Easter Egg. Easter Egg kann ihn jetzt reinmachen und... schießt daneben. Also, da vergeht sich doch jeder christliche Glauben an das Osterglück. Herr Easter Egg, was haben Sie sich dabei gedacht? Also den macht er das nächste Mal bitte, weil sonst werde ich hier wütend. Aber er gefällt mir eigentlich ziemlich gut und hat glaube ich auch 3 Sterne. Oh, schön gemacht. Nochmal auf Easter Egg, nochmal raus auf den Flügel. Jetzt nochmal raus auf den Flügel. Parr, parr. Parr geht vorbei am Gegenspieler. Immer noch Parr hat 3 Sterne und den hat er nach 2 nach außen gemacht. Ist ja auch so eine Neuerung in FIFA 12, dass sich eben die Spieler ein bisschen, dass man die Tricks eben nicht weiß, wohin die dann genau gehen. Was hat man hier gesehen? Jetzt sieht man hier Wilfried Saar, wie er den Ball verliert. Überragend gemacht. Und nochmal Bernie. Boah, das war natürlich jetzt Skill ohne Ende. Und nochmal gefoult, meiner Meinung nach. Also... Herr Schiedsrichter, muss ich mich nochmal über Sie beschweren? Na, und den Elfmeter haben Sie schon mal sehr gut gepfiffen, muss man sagen. Die Schiedsrichter bei den Elfmetern, die sind ja oft ein bisschen fragwürdig. Boah, jetzt verteidige ich aber schlecht. Ja. Grüß Sie Gott. Ambrose auf Burnie, also das hätte vorher ein Tor werden müssen. Ich will euch ja immer ein paar Tore gönnen, aber... So. Oh, das war schlecht, das war schlecht. Da, er läuft weg und ich spiele trotzdem den Ball, nur wo ich genau weiß, aha, das wird nichts. Nein, das wollte ich eigentlich auch nicht. Ja, das kann ich natürlich jetzt immer sagen, wenn ich einen Ball verliere. Nein, das wollte ich nicht, das wollte ich gar nicht. Das war keine Absicht. Also eigentlich wollte ich ganz anderes machen, der Controller hat nur gehackelt. Gehackelt. Hausmeister Hacker. Alle, Davidson, schön nochmal auf Makhail Smith und der steht im Abseits. Aber sehr knapp. Wie Schente kommt rein für No One. Er hat praktisch niemanden ausgewechselt. Jetzt sind die 12 Spieler am Feld. Ja, ist ja klar, wenn niemand ausgeht. Aber das hätte ich lassen. Hier schon mit diesen Spielern die Skills auszupacken. Vielleicht holen wir uns dann auch
Ja, ich weiß nicht, welche Formation wollt ihr denn überhaupt? Also das machen wir alles später in anderen Episoden. Jetzt erstmal reinschreiben, was ihr für Spieler kaufen sollt. Ich will hier nicht unentschieden spielen. Jetzt kommt Bernie. Easter Egg. Ja, gute Chance zum Auswechseln, habe ich die Namen jetzt mal nicht vorgelesen. Yara Reyes für Britkut. Guter Kopfball und ein Pro. Ball über den Ball. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier was loslassen mit Zaha. Er ist doch auch ein Pacey Man. Ach, Mistekuchen. Ich verdribbel mich hier eindeutig zu viel, aber ich mag es einfach zu dribbeln. Das war jetzt aber richtig glücklich. Und jetzt nochmal mein Pro. Boom! Ach nee. Den kann, muss man doch nicht auch nicht immer halten. 85. Minute. Ich hoffe, das Ganze wird dann etwas torreicher, wenn ich das dann selber spiele. Also ohne euch und ein bisschen längere Spielzeit einstellen kann. Oh, warum schießt er denn jetzt nicht? Jetzt hat er eben nicht lang gewartet, hat nichts gemacht. Hat sich gedacht, da nimm mal bitte. Ist der Eck, komm. Also. Dieser Easter Egg ist zwar gut, also mir gefällt er besser als der Murray. Murray war ja gar nicht drin, aber er gefällt mir trotzdem relativ gut. Aber irgendwie ist er am Ball nicht so toll. Jetzt geh, Bernie, geh! Boah, also jetzt hüpft er da rein wie so ein Ninja. So, sieht gar nicht so aus wie ein Asiate. Zaha. Das sollte ich lieber lassen. Das funktioniert einfach nicht, wenn die einfach nur zuschauen und da ist die Partie aus. Tut mir leid, dass es nur ein Tor geworden ist, aber ansonsten denke ich, war es ganz ordentlich. Man hat ein bisschen was gesehen. Was euch so erwartet im Manager-Modus. So ein paar Tricks, so ein paar Skills. Ohne Reden, glaube ich, wird das auch noch ein bisschen erfolgreicher werden dann. Ein paar mehr Tore werden zu sehen sein. Ich werde es auf Legende spielen, weil sonst weiß nicht, ob die Gegner ein Tor zusammenbringen. Ja, so gut bin ich auch nicht, aber irgendwie, ich will dann doch, dass es ein bisschen anspruchsvoller wird. Ansonsten schreibt die Spiele rein. Ja, ich habe es jetzt bestimmt schon 3024 Mal gesagt. Und einmal mehr, dass ihr bitte die Spiele reinschreibt, die ihr sehen wollt. Wie zum Beispiel einen Wine, der 96 Tempo hat und ein Innenverteidiger ist. Nur so ein Beispiel. Also, das sollt ihr jetzt nicht reinschreiben. Nee. Den will ich auch gar nicht unbedingt kaufen. So einen schnellen Innenverteidiger mit 96 Tempo. Nee. Will ich nicht. Ansonsten hier sehen wir nochmal das Tor des Tages durch meinen Pro Bernie. Der dir gleich mal was freigeschaltet hat dadurch. Das war auch eine gute Chance. Bernie hätte vielleicht nach vorne abklatschen können. Dann wäre Easter Egg da gewesen, der sonst noch eine riesen Chance hatte. McCarthy, der Innenverteidiger, Spieler des Tages geworden. Ansonsten gibt es nicht vieles anderes zu sehen. Gehen wir zurück zur Arena. Und ich sage damit herzlich willkommen im Manager-Modus und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, wir können ordentlich Transfergeschehen das Ganze reinbringen, ordentlich drauf loshacken, ordentlich mal schöne Tore schießen, sinnlose Skills mit meinem Pro auspacken. Ich mag ihn irgendwie jetzt. Ich habe ihn mal ein bisschen aufgewertet in letzter Zeit und jetzt mag ich ihn irgendwie und ich kriege gerade diesen Chestflick nicht hin. Ach, ich mache das irgendwie zu langsam. Noch einmal, der muss jetzt einmal klappen, dann ist das Video vorbei. Ich verspreche es euch. Ja. Haben Sie den Chestflick gelernt? It's no problem for me. Just a problem for you. Ho, drüber. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Euer Bernay.